Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Die Chronik von Myrtana Archolos. Wir sind zurzeit wieder vor dem Wirtshaus, vor dem Gasthaus. Und haben eine neue Hauptquest, einer für alle. Albin, der Ortsvorsteher hier, meint, dass wir schauen sollen, wer aus unseren Reihen, also unsere Reihen, damit sind die Leute gemeint, mit denen wir Schiffbruch erlitten hatten, also was heißt Schiffbruch erlitten hatten, wurden vom Schiff runtergeschmissen. Und wir müssen auf jeden Fall suchen, wer denn hier fähig wäre, auszuhelfen, mit anzupacken. So, der Rolf gehört nicht zu uns, den haben wir erst letztens vor den Wölfen gerettet. Mal schauen. Maywin wird's. Ja, die ist dafür wahrscheinlich nicht geeignet. Ah, wenn du Beschäftigung brauchst, vielleicht doch. Könnte ich vielleicht etwas für dich finden? Klar, warum nicht? Alles, um nicht über die letzten Tage nachdenken zu müssen. Der Dorfälteste Albin sucht Leute für körperliche Arbeit. Glaubst du, du schaffst das? Da, wo ich herkomme, ist körperliche Arbeit die einzige Arbeit. Ich gehe direkt zu ihm. Das ging jetzt tatsächlich sehr, sehr schnell. Ich dachte, Maven wäre vielleicht irgendwie am Trauern, aber nein. Zur Beschäftigung, zur Verarbeitung der Ereignisse hat sie sich direkt freiwillig gemeldet. Findet sie dadurch nach dem Tod ihres Mannes einen neuen Sinn? Ja, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Beschäftigungstherapie. Je nach Individuum. Robert, der Dorfälteste braucht Hilfe bei den hier auf den Feldern beim Düngen. Warum eigentlich nicht? Wir sollten es ihnen ja auch irgendwie zurückzahlen, oder? Wo soll ich anfangen? Okay, zu Albin. Er wird dir sagen, was zu tun ist. Danke, das werde ich tun. Ja, der Robert, ein aufgeschlossener, hilfsbereiter junger Mann, der lässt sich nicht lumpen. Der ist direkt dabei. Also, was sagt Albin? Er hat zugestimmt, uns zu helfen, erwartet aber, dass die meisten von uns im Dorf arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Jetzt musst du diese Leute nur noch irgendwie davon überzeugen, auszuhelfen. Jorn hat nach dir gefragt, red mal mit ihm. Kannst du mir etwas über die Insel erzählen? Was willst du wissen? Womit verdienen die Menschen hier ihren Lebensunterhalt? Nun, vor dem Krieg war die Haupteinnahmequelle von Archelos der Seehandel. Unsere Weine fanden ihren Weg auf fast alle Tafeln des Königreichs und die Perlen und der Bernstein den Ausschnitt der Edelfrauen. Natürlich hängen sie dort an Ketten gefestigt. Bla bla bla. Jetzt, wo das alles vorbei ist, tauschen wir die Waren untereinander und allmählich stirbt dadurch der Handel hier aus. Möge dieser Krieg so schnell wie möglich enden. Alle sehen sich nach der Rückkehr zur Normalität. Ja, wer sind denn so die wichtigsten Personen hier auf der Insel? Nun, die wichtigsten Personen auf Archelos? Zweifellos der Statthalter Morris. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Gesetze und Erlasse des Königs von den Inselbewohnern vollständig respektiert und durchgesetzt werden. Bei der Aufrechterhaltung dieser Ordnung wird er von der Stadtwache unter dem Kommando von Hauptmann Roderich unterstützt, der die Stadtwache um jeden Preis wieder zu ihrem alten Glanz verhelfen will. Die Stadt beherbergt auch das Kontor der Händlergilde, die den größten Teil des Handels auf der Insel kontrolliert. Sie werden von erfahrenen Söldnern beschützt, von denen die meisten nichts als gewöhnliche Schläger sind. Ich rate dir, dich von denen fernzuhalten. Im Südosten der Insel befindet sich die alte Festung, die auch als Wolfsbau bekannt ist. Dies sind die Länder, die von Ulrich regiert werden. Viele halten ihn für einen Sonderling, der zu sehr an der Geschichte seiner Familie hängt, aber Tatsache ist, dass er den Großteil der Silber- und Goldminen auf der Insel kontrolliert, sodass er sich nicht über Goldmangel beklagen kann. Schließlich sind noch die Wassermagier zu erwähnen, die in einem abgelegenen Kloster im Osten ansässig sind. Du kannst auch ein paar von ihnen in der Stadt finden, wo sie Kranke heilen und sich um das Seelenheil der Bürger sorgen. Ja, gibt's irgendwelche besonderen Orte, die ich meiden sollte? Zunächst einmal solltest du Wälder und Wildnis generell meiden. Es wäre total töricht, sich mitten in der Nacht in sie hineinzuwagen. Die Insel ist voll von Monstern, denen du auf Londram nie begegnen würdest. Wenn du dich also für einen Weg durch die Wildnis entscheidest, solltest du gut vorbereitet sein. Was die zivilisierten Orte angeht, die du meiden solltest, nun, dazu kann ich dir nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass das Armenviertel in der Stadt neben dem Hafen einen schlechten Ruf hat. Alle möglichen Leute treiben sich dort herum. Kannst du mir etwas über die Geschichte der Insel erzählen? Am besten fragst du einen Gelehrten danach. Ich weiß nur, dass Archolos einst zwischen mehreren Clans aufgeteilt war, die von einem gewissen Wolzak oder Volt, Wolfs, Wolfzack, egal. Nach Wolfzack gab es eine Art Bürgerkrieg, wahrscheinlich zwischen seinen Söhnen, und sie wurden vom König von Myrtana vereint. Vereint? Ja, durch die Eroberung von ganz Archolos. Ja, soviel erstmal zur Geschichte. Oh, der Fabio steht direkt auf, der will uns was erzählen. Das sieht man doch direkt.
Nicht so eilig, Rotzlöffel. Was willst du schon wieder? Ich habe gehört, du hast deinen Onkel getroffen. Hab ich vielleicht, was interessiert dich das? Nicht jeder hier ist so gut aufgestellt wie du und dein Bruder. Es wäre doch nett, wenn du dich mit ihm für uns einsetzen würdest. Schließlich haben wir doch schon so viel zusammen durchgemacht. Was genau soll ich für dich machen? Ich habe gesehen, dass die Einheimischen eine kleine Viehzucht haben. Neben den Schafen habe ich einen Bock bemerkt. Ich frage mich, wie wohl sein Fleisch schmecken würde. Bring mir eine anständige Keule Schaffleisch. Ich sehe mal, was ich machen lässt. Du lernst schnell, Rotznase. So. Genau, bevor ich es ihm bringe, soll ich es braten. Hat genug von Marthas Eindruck und will. Ja, ich meine, der Punkt ist eigentlich, müssten wir dem mal richtig schön irgendwie eine über den Deckel hauen. Vielleicht hätte ich wirklich sagen sollen, dass er mal selbst einen Arsch hochkriegen soll oder so, aber naja. So, wir haben ein bisschen Schaffleisch dabei. Machen wir doch mal hier eins für den alten Depp. So, immer schön alles mit Tagebucheinträgen versehen. So gefällt's mir doch. Das ist Kasim. Hier eine gut durchgebratene Keule für eure Lordschaft. Fein, fein. Ich fange langsam an, dich zu mögen, Kleiner. Du verstehst deinen Platz in der Herde, nicht wie der Rest dieses undankbaren Haufens. Hier sind ein paar Münzen. Und nun sich ab. Bin zurück vom Dorfältesten. Was hat der Dorfälteste dir denn gesagt? Dass er sich um uns kümmert, wenn wir anfangen, für ihn zu arbeiten. Das ist sein Vorschlag, was? Die Keule, die du mir gebracht hast, war recht lecker und das Bier schmeckte wie ein echtes Londramer Dunkel. In Ordnung, ich helfe dem alten Zausel, aber er soll bloß nicht denken, ich werde auf dem Feld arbeiten wie seine Lakaien. War vielleicht taktisch klug, dem tatsächlich erstmal den Gefallen zu erwidern. Na, immerhin. Aber natürlich wollen wir es nicht bei drei Leuten dabei belassen. Nein, wir werden natürlich alle überzeugen, hier mit anzupacken. Der Dorfälteste braucht Leute zum Anpacken. Im Gegenzug hat er versprochen, auf uns aufzupassen. Würdest du mithelfen? Mithelfen kann auf dem Land nur eins bedeuten. Auf den Feldern rackern oder Kompost wälzen. Du hast die Gülle vergessen. Naja, irgendwo muss man ja anfangen und wenn wir dadurch Schutz erhalten, umso besser. Er kann auf meine Hilfe zählen. So, Kasim auch sehr hilfsbereit, direkt, ohne weiteres. So, was mit Anna und Lea? Der Dorfälteste ist auf der Suche nach Arbeitern. Als Gegenleistung für seine Hilfe hat er versprochen, uns zu beschützen. Dann such woanders, Süße, aber nicht bei mir. Ich werde mir gewiss nicht die Hände bei der Feldarbeit schmutzig machen, außerdem reiße ich sowieso bald ab. Ja, das ist natürlich genauso hilfsbereit, wie es zu erwarten war. Wie es ihr geht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wie geht's? Wie es geht? Wie es mir geht? Ich sag dir, wie es mir geht. Ja, Stinkecke, Betrunkene, bla bla bla. Soweit ich weiß, sind unsere Probleme mit den Dorfbewohnern bald vorbei. Warum? Gehst du in die Stadt? Brauchst du vielleicht einen Begleiter? Im Moment nicht, aber der Älteste wird uns schützen, wenn wir anfangen zu arbeiten. Ich und arbeiten? Vielleicht ist ja das dir noch gar nicht aufgehört. Vielleicht ist es gar keine so richtige Idee. Aber ich werde mich nicht sicher fühlen, solange dieses Schwein mich anstarrt. Welches Schwein? Wen müssen wir umboxen? Ich habe eben gerade ein bisschen zu viel geskippt. Ich dachte, das wäre ein Standarddialog, aber tatsächlich ist Lea hilfsbereiter als Anna und ich muss dafür nur einen Rick verprügeln. Alla gut, machen wir das. Dann kriegt er uns auf die Batterie und gut ist. Hör schon mal zu, du Penner. Hey du, was willst du? Warum trinken wir nicht einen? Wie die Städter sagen, guter Schnaps ist gefährlich, also lieber schnell runter damit. Was trinkst du da? Was empfiehlst du? Die Regel ist einfach, je stärker, desto besser, überlass mir die Wahl. Gib mir den stärksten Schnaps, der geht auf den jungen Mann her. Na dann Prost. Also nebenbei, ich habe dich hier noch nie gesehen.
Ja, ich komme aus der Stadt. Im Allgemeinen kann ich Städter nicht ausstehen, aber von den beiden Übeln mag ich die Bettler noch weniger. Ihr seid nicht sehr gastfreundlich hier, was? Warum sollten wir Gastfreundschaft zeigen, wenn uns alle die Arbeitsplätze wegnehmen? Erst kaufen die Städter unser Land und als wir es irgendwie schaffen, sie zu vertreiben, taucht eine Horde von Neuankömmlingen auf. Andererseits gibt's hier eine Menge zu sehen. Was meinst du? Nicht was, sondern wer, hübsche Mädchen? Auf die schönen Frauen. Da gibt es eine, die ist mir ins Auge gefallen. Siehst du die Blonde da? Das Gesicht, das müsste ersetzt werden, aber der Rest ist mir recht. Und du wirst es mit zu tun bekommen, du willst wohl Ärger mit den Wachen. Hast du den Pranger da draußen gesehen? Die sind dort seit 10 Jahren, ist schwer zu übersehen. Ich könnte dich mit ihm bekannt machen. Und wie würdest du das tun? Tatsächlich bin ich gut mit dem Dorfältesten befreundet. Ich bräuchte nur ein Wörtchen zu sagen und schon darfst du sie für ein paar schöne Tage anlegen. Mit der Dorfältesten befreundet, ja sicher. Willst du es drauf anlegen? Nun, wenn du es so sagst, ich möchte nicht in Schwierigkeiten geraten. Du kannst sogar das Mädchen haben, wenn sie dir so viel bedeutet. Jetzt lass mich mit meiner Freundin in Flaschenform allein. So, das wäre die eine Möglichkeit. Die diplomatische Lösung. Ich glaube, das würde dem Dorfältesten auch am ehesten gefallen. Aber wir gucken natürlich auch, was die andere Art und Weise bringt. Rick wird dir keinen Ärger mehr bereiten. Danke, aber ich fürchte, sobald er wieder bei Sinn ist, dass alles wieder beim Alten ist. Dann werde ich ihn wieder überzeugen und dieses Mal werde ich nicht so nett sein. Du bist süß. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast und ich bin bereit zu helfen. Wenn der Älteste uns schützen kann, kann er auf mich zählen. Danke. Ich werde direkt zu ihm gehen. So. So viel zu Lea, 50 EP. Aber so ganz zufrieden bin ich eigentlich nicht. Also wie gesagt, diplomatisch schon, aber wie sie schon selbst sagt, eine dauerhafte Lösung ist es nicht. Und ich glaube, ich Holzkopf habe sogar, habe ich jetzt irgendwie verschissen und den Spielstand überschrieben. Bin ich so ein Blödmann? Nee, das müsste doch die, ne? Dann Rick vermöbeln. Ja, doch, nee. Ist alles richtig, okay. Hey, hör auf, das Mädchen anzustarren, als wäre sie ein Stück Fleisch. Ich starre hier an, wen ich will und wie ich will, und dich geht das gar nichts an, du kleine Wurst. Ja, wenn du nicht aufhörst, wirst du es mit mir zu tun bekommen. Und was kannst du mir antun? Dich schlagen? Na dann komm schon, du Bastard. Ja, legt mir mir an, ich habe 20% Crit-Chance. Ja, siehst du? Das gäbe auch 50 EP. Ein bisschen mehr Kram, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn man ihn ausraubt. Aber es ist jetzt auch nicht der Rede wert. Also, wir gucken jetzt mal, ob die Restbelohnung anders aussieht. Ansonsten würde ich den harmonischen Weg bevorzugen. Ja, dein Kopf. Ist gut jetzt. Mein Kopf. Hast du genug? Lässt du die Dame in Frieden? Ja, ich hab genug. Ich habe ihr ja nichts angetan. Man darf sie ja nicht einmal mehr anschauen, ihr Penner. Rick macht keinen Ärger mehr. Ich habe gesehen, was du mit ihm gemacht hast. Ich danke dir, aber du hast dir selbst eine Menge Probleme bereitet. Das ist gar nichts. Er ging mir selbst schon auf die Nerven. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, ich bin bereit zu helfen, bla bla bla, genau, und so weiter und so fort. Ja, wir erhalten 50 EP mehr und halt ein bisschen Krimskrams, den wir erhalten haben, nachdem wir den umgeboxt haben. Ich glaube tatsächlich aufrichtig, dass es sinnvoller ist, den diplomatischen Weg jetzt hier eingeschlagen zu haben. Eventuell hätten die Antwortmöglichkeiten noch ein bisschen was an der EP-Schraube gedreht. Wir haben ja gelogen, dass wir aus der Stadt sind. Vielleicht hätten wir auch einfach sagen können, dass wir hier, ne? Auch zu den Neuankömmlingen dazugehören. Aber so wird es wahrscheinlich taktisch klüger gewesen sein.
Also ich weiß ja nicht, inwieweit wir jetzt hier vielleicht eine Quest später freigeschalten haben, die wir ansonsten nicht freigeschalten hätten. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass das halt schneller geht, als man sich das vielleicht so vorstellt. Wir haben zum Beispiel auch ein bisschen Content liegen lassen, indem wir den Timo nicht beschützt haben. Da hätten wir ja eingreifen können auf dem Schiff. Haben wir nicht getan. Und dadurch ist jetzt halt Timo gestorben und der wäre wohl später nochmal aufgetaucht. Hast du Arbeit für mich? Schauen wir mal. Da gibt es tatsächlich was, wofür du geeignet bist. Viele der Hütten wurden durch die Stürme in Mitleidenschaft gezogen und es werden viele Bretter benötigt, um sie zu reparieren. In der Nähe von Silbach gibt es einen Signalturm. Er ist so alt wie Himmel und Erde und seit mehr als 30 Jahren wurde er nicht mehr entzündet. Ich weiß nicht, warum der Statthalter Wachen für die Bewachung dieses Trümmerhaufens bezahlt. Es wäre einem Dorf viel sinnvoller, viel nützlicher. Geh zu ihnen und frag sie nach Holz, sie sollten etwas vorrätig haben. Du kannst dein Glück auch im Lager der Holzfäller versuchen, aber der Weg dorthin ist länger und gefährlicher. Wie viel Holz braucht ihr? Etwa 20 Stück sollten es sein. Wie kann ich am schnellsten zum Signalturm gelangen? Wenn du das Dorf durch das Südtor verlässt, halte dich links an den Felsen. An der Kreuzung biegst du rechts ab und nimmst dann den Pfad den Hügel hinauf. Der Signalturm befindet sich auf der Spitze des Hügels. Wenn du eine Wache namens Johann triffst, sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Wir kennen uns schon seit Jahren, vielleicht lässt er sich ja dann etwas leichter erweichen. Und wo kann ich das Holzfällerlager finden? Verlass das Dorf auch das Südtor, Es ist das Tor bei Ramseys Herrenhaus. Dann gehst du in östlicher Richtung, flussaufwärts, über zwei Holzbrücken, bis du zu einem großen See kommst. Knuts Lager sollte nördlich davon in einem kleinen Wäldchen sich befinden. Okay, gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber wir müssen alle unser Päckchen tragen. Tu das Richtige und ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Schulden begleichen. Das ist natürlich nur die Frage, ob wir diese Quest... Ich habe beschlossen, meine Schulden bei den Bewohnern von Silbach zu begleichen. Aha, das ist quasi so eine Quest, die dann erst möglich wird zu bearbeiten, sobald man einer für alle wohl angegangen ist. So zumindest mein Ersteindruck. So, die Frage, ob wir noch mehr Quests jetzt hier erledigen können. Der hat nichts zu erzählen, das ist nur Standardgelaber. Also alle wollen helfen, außer Anna. Gäbe es eine Möglichkeit, sie auch zu überreden, oder ist das, ich denke mal, es wird unmöglich sein. Moment, vielleicht doch nochmal irgendwie, aber ich glaube, wenn wir sie fragen, wie es ihr geht, dann genau, Smalltalk diesmal tatsächlich. Wirklich, so, Martha, können wir dir noch irgendwie helfen? Was gibt's Neues? Geh mir nicht auf die Nerven. Okay, das ist genauso freundlich, wie ich es erwartet hatte. So, Knut steht jetzt hier unten. Knut, warum sage ich Knut? Kurt! Und Jorn geht's wohl ein Stückchen besser. Aber erstmal frage ich mal Ezekiel, ob er auch helfen will, arbeiten. Ich habe mit dem Dorfältesten gesprochen und er hat zugestimmt, uns zu beschützen, solange wir dafür arbeiten. Ich brauche einen Moment, um nach den jüngsten Ereignissen herunterzukommen. Ich werde mich eine Weile erholen müssen. Okay, geht's dir gut? Seit du die Sache mit meiner Tochter geregelt hast, wird es besser. Okay. Ja, also er hat den Verlust noch nicht so gut verkraften können wie jetzt Maywen. Oder er sieht den Sinn nicht in der Ablenkung. Und deswegen sollten wir besser die anderen fragen. Aber das haben wir auch schon getan und fünf haben schon zugestimmt. Und da ist auch unser Bruder, der schon immer noch schmerzverzerrt im Gang steht und auf uns wartet. Für den wir eigentlich auch irgendwie... Hatten wir die Hilfsmittel dafür überhaupt schon? Ah, egal, wir reden erstmal mit ihm. Jorn! Wie fühlst du dich? Es ist nur ein Blutfleckenstich. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Mir geht's jetzt definitiv besser. Ein wenig Ruhe und ein bequemes Bett und eine warme Mahlzeit könnten Wunder wirken. Gut, dass du Kurt mitgebracht hast. So habe ich wenigstens jemanden, mit dem ich über die aktuelle Situation reden und ein bisschen in alten Zeiten schwelgen kann. Und wie gefällt's dir so in Silbach? Hast du etwas Interessantes herausfinden können? Ja, ich habe mit dem Dorfältesten gesprochen und er hat zugestimmt, uns zu beschützen, solange wir dafür arbeiten. Sehr gut, ich hätte auch gerne etwas, um meine Hände zu beschäftigen. Sag mir Bescheid, wenn du etwas für mich hast. Weißt du, das Dorf scheint ja ganz nett zu sein, aber seine Bewohner nicht so sehr.
Ah, du musst sie verstehen. Es herrscht Krieg und wir sind weitere Flüchtlinge, die diese Insel erreichen. Jeder hat Angst um seine Vorräte und was der morgige Tag bringen wird. Die Menschen auf Archelos haben harte Arbeit schon immer geschätzt. Wenn du ihnen zeigst, dass du nicht nur ein weiterer Schmarotzer bist, werden sie dich definitiv respektieren. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Glaubst du, dass wir jemals wieder nach Londran zurückkehren werden? Du hast dich doch noch nicht einmal an Archelos gewöhnt und vermisst bereits deine Heimat? Ich bin sicher, dass wir eines Tages dorthin zurückkehren werden. Die Frage ist nur, ob es dann noch etwas gibt, wohin wir zurückkehren können. Andererseits unterscheiden sich Silbach und seine Umgebung gar nicht so sehr von Londram. Erinnerst du dich an das Ackerland, die Wiesen voller Schafe und die Boote, die in den kleinen Häfen lagerten? Oder sonst was? Auch dieser Vulkan ähnelt dem Berg, an dessen Fuß unser Dorf liegt. Erst jetzt bedauere ich, dass ich nie die Gelegenheit hatte, die kleine metallische Festung... Also ich muss sagen, die Dialoge gehen relativ schnell rum, dafür, dass sie so textgeladen sind. Vermisst du nicht den Rest unserer Familie? Natürlich vermisse ich sie. Manche Dinge liegen jedoch außerhalb unserer Kontrolle. Sie hätten uns wahrscheinlich hierher geschickt und wären auf Londram geblieben. Du weißt, wie wichtig ihnen die Heimat ist. Ich glaube, das Einzige, was ihnen noch wichtiger war, waren wir. Unsere Mutter war eine kluge und fleißige Frau. Wenn sie nicht gewesen wäre, könnte wahrscheinlich keiner von uns lesen und schreiben. Ich selbst habe mich oft gefragt, warum Ardanos es zulässt, dass so gute Menschen diese Welt so früh verlassen. Du weißt, was mit Vater nach ihrem Tod geschah. Anstatt in der Schmiede zu arbeiten, verbrachte er die meiste Zeit in der Schnapsbrennerei. Ich weiß, dass ihr euch nicht gut verstanden habt. Vor allem, als du die Arbeit in der Schmiede übernehmen musstest, nachdem ich Meister Hannes Lehrling geworden bin. Und dann passierte dieser Unfall und... ach. Unfall? Lass uns im Moment nicht verderben. Wir kommen ein anderes Mal auf dieses Gespräch zurück. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich alles, was passiert ist, verstehe und es dir nicht übel nehme. So, das heißt, die restlichen Fragen stellen wir ihm in der nächsten Folge und dann schauen wir mal nach weiteren Nebenquests und erledigen natürlich erstmal alles bis auf die Hauptquest wieder, wie wir es gewohnt sind. Nicht, dass es da irgendwas entgleitet und wir was verpassen. Das wäre natürlich gar nicht in unserem Interesse. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.